Und das sieht gut aus. Gut, das bedeutet jetzt, wie viele ASP musst du einsprechen? Stimmt die Kosten? Warte mal, hatte ich mir noch woanders aufgeschrieben. Welche Seite ist das im Liberkantiones? 200? Hinter 205. 205 Grammasphärenband. 20 Genau. Aktionen. Richtig. Und ich hatte mir ausgerechnet, im Forum steht das auch, der Pentagramma kostet in diesem Fall 17 ASP. 17 ASP pro gehörntem Dämon. Genau, ASP eingespart hast du nicht. Du hast einen Stab benannt. Dann gebe ich dir, oder? Hast du einen Stab benannt? Ja. Dann wird es nochmal minus 1 sein, oder nicht? Ja, also dann plus minus 0. Oder was meinst du Nee, ich jetzt? glaube, wenn du mit Stab zauberst, dann sparst du doch eine ASP, oder nicht? Oder Ja, ist das nee, nicht? korrekt. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass du irgendwie die Zauberprobe noch meintest. Nee, Nee, aber nee, du nee, hast nee. recht Ich mit den meine, ich, ASP, ja. genau, also, war nur ein Tipp von mir. Kann doch sein, dass du aber mit der Bindung des Stabes sollte das doch eigentlich Ja, drin sein. richtig. Ja, 16 Also, nee, ASP. ein anderer Stabzauber, aber egal. Genau, ja. Dann wäre jetzt der Agribal exorziert. Dann merkst du, dass dich der Dolch ein letztes Mal schneidet, während er in der Mitte vor dir liegt. Und ja, er hüpft und springt so ein bisschen auf dem Tavernenboden rum. Und wenn du dann der Meinung bist, ja, kurz vor den 20 Aktionen, bevor dann Rauch aus ihm herausdringt, ja, wie gesagt, so eine kleine Explosion. Und dann hüpft und springt er so ein bisschen und schneidet dir noch einmal schmerzhaft ins Knie. Für einen W3 Schadenspunkte. Danach ist alles still und ruhig. Ein Schadenspunkt. Alles klar. Ja, Isabun klopft das Herz bis zum Hals, aber sie ist sehr stolz auf sich, dass sie ihren ersten Exorzismus geschafft hat. Kommt dann danach auch wieder runter in den Schankraum. Ich möchte lang anhaltend darüber nachdenken, was ich jetzt schon wieder falsch gemacht habe, und währenddessen Karma zurück meditieren. Ja, das kannst du natürlich tun. Erste Probe plus minus 0, es sei denn, du möchtest mir andere Erschwernisse auferlegen. Nö, du bist kein Sünder oder sowas. Es kommen 9 Punkte Karma Bist zurück. halt auch nicht im Tempel. Gut. Ja, dann könnt ihr eigentlich schlafen gehen, wenn nichts weiter ist. Nö, ich würde nur den Bären abrichten, aber. Ja, alles klar. Kannst du mal eine Abrichtenprobe reinschmeißen. Und dann könnt ihr regenerieren, wieder mit einer plus 2, weil das sehr gute Betten sind, mit einer sehr hohen Qualität. Karma gibt es natürlich nur einen Punkt zurück. Und dann schreiben wir den 20. Ingrim, wenn ich richtig informiert bin. Nee. Meiner Doch. Zählweise nach ist der 19. Ne, wir hatten das doch heute, oder? Also am 18. haben wir die Frau Melena getroffen. Und es war gestern immer noch der 18. Also, ihr seid abends am 18. in Zorgan angekommen. Dann habt ihr euch eine Herberge gesucht Okay, und. dann bin ich so blöd, im Protokoll zu schreiben, denn ich bin einen Tag vor. Sorry. Gar kein Problem. Ja, wir Korrigiere das. schreiben dann den 20. Ingrim. Und ihr werdet nach einer erholsamen Regeneration wieder wach. Wenn ihr nach unten kommt in den Speisesaal, könnt ihr dort erkennen, wie wohl schon so ein Kleiderständer reingeschoben wurde. Und die Händlerin dort steht. Ihr müsst also auch gar nicht mehr in Richtung der Schreiberschule gehen. Sie hatte zwar gesagt, dass sie irgendwo dort gegenüber sitzt und ihr das dann abholen könnt, aber großmütig wie sie ist, kann sie euch das dann bringen. Ich bekomme nur noch mal bitte, ja, so ganz grob 20, ja, sagen wir 10 Dukaten. 10 Dukaten für die Kleidung. Machen wir das einfach mal für jeden von euch. Irgendwelche Schleier, Turbane. In den verschiedensten Farben von gehobener Qualität. Und so seid ihr jetzt tatsächlich mit eurem Schmuck, den ihr auch schon habt seit dem gestrigen, vorgestrigen Tage, vollwertige Aranier. Gekleidet für die Umgebung, für die stechende Sonne, das brennende Auge von Praios und aufbruchbereit. Dann schreiben wir den 20. Ingrim, ein weiterer Tag, der euch ansteht. Und ja, nach einem, wie gesagt, ausreichenden Frühstück
mit allerlei neuen Speisen habt ihr euch ausgestattet, angezogen, die neuen Seidenstoffe angelegt, die sich ideal um eure Haut legen, euch einhüllen, nicht wärmen oder auch, es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt, es ist einfach genau angenehm, perfekt, um damit durch Aranien zu rennen. Ihr schwitzt nicht. Und ja, nach einigem Zögern könnt ihr euch grob in Richtung des Barun Ula bewegen und findet dort an dem Hafen eine freie Stelle, wo ihr in den Uferschlamm treten könnt. Den fruchtbaren Uferschlamm, der hier ja unter anderem auch Aranien so sehr fruchtbar macht. Wir wollten vorher noch die Abesgeweihte aus dem Raya-Tempel abholen. Ja, das könnt ihr natürlich dann auch bereits am Vortage in die Wege geleitet haben. Das heißt, die gute Abesgeweihte wird sich euch auf eurer Reise dann noch anschließen und wird dann ebenso gemeinsam mit euch am Flussbett stehen. Aber mir, werdet ihr so nett und würdet die Mistviecher vertreiben? Was für Mistviecher? Die Araunen, die ihr gekauft habt? Ah ja, sicher. Ich vergaß. Entschuldigt. Hier, gerade beim Drucklack. Seid sparsam damit. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Geben Sie erstmal so eine Araunen in die Hand. Sollen wir sie essen? Nein, natürlich atmet nicht. Atmet durch den Mund, das riecht reichlich unangenehm. Können wir... Also, meine Besten. Ihr müsst diese Alraune etwas ankugeln, so dass sie nicht brennt, aber einen gewissen Rauch verbreitet. Dieser Rauch hilft gegen die fliegenden Augen. Verbrennt euch dabei nicht die Finger und wieder verbrennt sie nicht vollständig. Das machen wir nicht unter Wasser. Das wäre eine hervorragende Idee, weil dann würden wir wahrscheinlich ersticken. Ja. Vielleicht sollten wir das einfach jetzt machen. Er sagte nicht unter Wasser. Und wir sind wenn jetzt wir nicht unter Wasser. Wir sind jetzt nicht unter Wasser. Sobald wir erst einmal unter Wasser sind, können wir sie ja sicherlich fortwerfen. Richtig. Wenn ich das richtig verstanden habe, schafft dieser Zauber und das werten Geon eine Blase. Mhm. Wenn wir diese Raun innerhalb dieser Blase anzünden, wird sie. Aber bald... ich will sie jetzt anzünden. Und dann werfen wir sie weg und dann zaubert der Herr und dann sehen uns die Gotongis nicht. Was ist daran so schwierig? Warum wollt ihr sie wegwerfen? Wir lassen sie hier liegen, wir nehmen sie doch nicht mit in die Blase. Ja, richtig, weil wir dann ersticken. Ihr könnt sie doch einfach wieder löschen. Nehmt sie einfach etwas Wasser und löscht diese Aurone einfach wieder. Mein Gott, hin und wieder, Rafim, enttäuscht ihr mich. Ist das jetzt wirklich der Moment, um zu geizen? Also Karinor sagt immer, man soll keine Zigarre anzünden, die schon mal ausgegangen ist. Macht, was ihr wollt. Also entzündet einer. Ja. Jetzt zünden die Alraun. Oh, ist ja widerlich, Abelmir. Was ist das denn? Seht ihr, diese Wucken hat dieses Kraut auch gegen Gotongis. Wie kann ein solches Kraut eigentlich Dinge vertreiben, die nicht mal eine Nase haben? Ich kann es mir irgendwie vorstellen. Oh. Das ist Hyrosphärenkunde. So. Ich könnte es euch jetzt erklären, aber es würde eine gewisse Zeit dauern. Ich möchte gern dieses Jahr noch nach Bamberg. Boltak? Der Hund von dem einen. Oh nein. Wie lange braucht ihr zum Zaubern, Boltax? Und soll ich uns jetzt schon magisch verbergen oder es versuchen? Ja, verbergt uns jetzt schon magisch. Ich kriege das recht schnell hin, die Blase. Ich brauche allerdings einige Minuten dafür. Sagt mir, wenn ihr uns verborgen habt. Dann beginne ich. Das zieht doch bestimmt in die Klamotten in der Zeit, oder? Habt euch nicht so. Also eigentlich, wenn man sich erstmal dran gewöhnt, riecht es ein bisschen muffig, aber irgendwie auch wie zu Hause, nicht wahr? Hier riecht's wie eine Angbacher Käserei. Oh ja! Ja, das ist es! Ja, das ist es! Oh! Ja. Angbacher Käse. Ach, wie ich den vermisse. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dieses Gewässer sieht ganz schön dreckig aus. Ich hoffe, er wirkt. Sonst sitzen wir gleich alle im Wasser und haben meinen guten Lacher davon gehabt. Ja, ihr könnt schwimmen, ich nicht. Dann haben wir einen besonders guten Lacher davon gehabt. Denkt an Angrosch. Aber ich denke, die Blase wird doch direkt sichtbar sein, ob sie funktioniert oder nicht. Natürlich.
Ich habe volles Vertrauen in die Herrin Lumu. Und wenn nicht, werden wir nass. Richtig, das ist ja auch nicht so schlimm. Ja, dann warten wir auf die Zauberrituale von unserem Sumo-Priester Boltax. Ja, ich warte erstmal, bis Isarun uns verbirgt. Das wolltest du ja zuerst machen. Genau, kann ich ja machen. Wir haben hier 5 Leute, die magisch verborgen werden wollen. Die Blase selbst kann ich nicht verbergen, weil es kein Artefakt ist. Für jeden zu Verzaubernden jeden zusätzlichen zu Verzaubernden muss ich dann 3 ZFP ausgeben. Wollt ihr Igna und Avianda mitnehmen? Stimmt. Und dann sind es nicht 5 Helden, sondern 6, weil Kiara selbstverständlich mit dabei ist. Und wollen wir Pferde mitnehmen oder nicht? Den Eisbären könnt ihr hier lassen, im roten Kamel, wenn ihr wollt. Also ich kann euch sagen, wenn wir die Pferde mitnehmen, so gut bin ich nicht in dem Zauber. Es wird schon ein bisschen kritisch, wenn ich nur uns versuche zu verbergen. Aber ich denke, es ist besser, die Pferde mitzunehmen und einfach auf die Alraunen zu vertrauen. Außerdem hast du dann mehr ASP. Die können wir bestimmt auch noch brauchen. Ihr könnt auch Igna hier lassen, wenn ihr wollt. Ne? Ja, müssen wir uns dann halt entscheiden. Ja, aber ich bin auch drin. Wir lassen Igna hier mit dem Eisbären. Ja. Hallo? Hast du mal gesehen, wie der meinen Eisbären behandelt? Am Ende ist einer von beiden gefressen. Und ich weiß echt nicht, wer. Gut, dann lassen wir Igna hier und dann kommt die Arbeit weiter mit. Okay. Das sind 7 Helden. Alles klar. 6 plus 1. Jawohl, also dann 6. Dann, man nimmt halt je 3 ZFP weg, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Dann, ja, lieber Kantionis, welche Seite? Der Schleier? Achso, da steht es nicht. Ich meine jetzt die Spomod, dass ich das auf mehrere Zielobjekte mache. Aber der Zauber ist ihm lieber auf 231. Der Zauber. 231? Ja. Ach, ist der Zauber auf Altersperson beschränkt? Selbst, beziehungsweise Berührung, und du kannst die Zielobjekte auf mehrere ausdehnen. Genau, also es ist halt Einzelobjekt oder Einzelwesen freiwillig. Mehrere Gefährten verzaubern freiwillig, kostet dich, 3 ZFP pro Person und wird dann am Ende halt halbiert. Ja, genau. So, wir haben jetzt gesagt, wir sind insgesamt 7 Leute. Genau. 3 x 7 x 21 mal. Boah. Ey, falsch, das packst du doch. Also mit Zeitlast. Zeitlast, genau. Genau, also 9. Warte. Bin ich bei 9? Was laufst du? Also, das Ausdehnen ist... Wieso? Ausdehnen ist überhaupt, ist völlig egal. Ja, warte mal, hier steht nicht, dass es pro Gefährte ist. Hier steht nur 3 ZFP. Nicht 3 ZFP pro Person. Das steht auf Seite 10. Ja, warte, WDZ oder lieber Kantionis? Lieber Kantionis. Nee, tut's nicht. Bei mir zumindest. Üblich, spontan mit plus 1 pro Person. Richtig, du hast nämlich insgesamt 3 und dann nochmal 1 pro Person, also 10. Und das dann halbieren, also 5. Das sieht doch gut aus, dann ist das insgesamt nur eine Erschwernis von 1. Wenn keine Einwände kommen, mache ich das jetzt. Haben wir halt keine Pferde. Ich weiß nicht, ob du die Pferde auch schaffen würdest. Wenn wir nur 4 Pferde nehmen, mit dann zu 2 reiten. Den die Pferde als Person? Das weiß ich nicht. Die Pferde sind auf keinen Fall freiwillig. Nee. Ja, scheiße, da hast du und recht. Und ihre MR würde sie zwar knacken, aber es wäre halt noch eine Spurmod und ich weiß nicht, wie viele sie machen kann. Ich kann, glaube ich, bis zu 5 machen. Ja, okay, dann würde es hinhauen. Also ich weiß halt nicht, ob du das packst. Wenn du das packst, wären 4 Pferde halt schon mega hilfreich für uns. Das wäre dann halt nochmal eine 5er, 6er, 7er Schwernis um den Dreh. Ja, also die Magieresistenz nervt halt bei denen. Die Pferde haben immer mehr von 1 oder 2. Echt? Ich dachte, die wären ein bisschen mehr gewesen. Nee, Pferde sind ziemlich dumm. Wer hat die höchste Magieresistenz? Ja, die MR hat auch nichts mit der Dummheit zu tun. Ich habe MR direkt über Klugheit und Intuition skaliert, möchte ich dies aber doch mal stark machen. Ja, dann guck mal die Insekten an und dann merkst du, dass ein Schröter irgendwie MR fast von 20 hat und trotzdem dumm ist. Ja, weil die zu dumm zum Verzeihen. Ja, richtig. Ich dachte, Pferde sind ziemlich dumm, nicht? Pferde sind maximal dumm. Also, Pferde jetzt ja oder nein oder wie oder was? Passen die denn in die Blase? Ich dachte, die Blase wäre 3 Schritt groß. Ja, die Pferde passen in die Blase rein. 2 Meter Radius. Dann nehmen wir natürlich die Pferde mit.
Ja, ich weiß halt nur nicht, ob du das packst. Wenn du sagst, du packst das, dann würde ich die sehr gerne mitnehmen. Wenn du sagst, das schaffst du nicht, dann... Ja, komm, wir suchen uns einfach mal. Guck mal auf den Charakterbogen, da steht Ritter drauf. Ihr braucht ein Pferd. Gut, das heißt, ihr habt euch natürlich auch die Pferde mitgenommen und steht dann mit den 4 weißen Pferden, die ihr von eurer Quadriga abgebunden habt. Oh ja, dann Streitross. Bei irgendjemandem. Nur, dass wir darüber im Klaren sind, wir können die Quadriga nicht mitnehmen, ja? Nein. Okay. Du schenkst dir gleich eine. Was ist denn jetzt mit den mit der Magieresistenz der Pferde? 1 oder 2? Oh, das sind natürlich Special-Pferde. Ich wollte gerade sagen, also wenn das jetzt hier Gloranas-Pferde sind, dann gehe ich mal von einer 3 aus. Zählt da nicht mal die höchste Magieresistenz? Ja, es zählt die höchste und die Anzahl. So, zu Botaniker, dann sind das halt irgendwelche Pferde, die da ganz am Anfang stehen. Geh mal von einer 3 aus, ich gucke gerade nochmal nach. Cool, sind wir bei 17. Also denkst du, was du Jalans Pferd auch nochmal anrechnen musst, also 5 Pferde. Oh mein Gott. Diese Sonderwünsche. Gut, sind wir eben bei 18 und dann hätte ich eine Erschwernis von 9, die ich zu packen hätte, mit Zeitlassen plus 5. Sind wir soweit? Ja. Ja. Jetzt ja. Alle warten auf dich. Klappt. Mensch. Wismadae Okkultetur. Quatsch mir nicht dazwischen, Junge. Das gibt's doch nicht. Ich chipp die 19. Nur die 19? Das? Oh nee, eigentlich die ganze Probe, ne? Ich wollte sagen, mach halt die ganze Probe. Neu würfeln. Warte. Nee, müsstest du nicht. Wenn du die 11 unterwürfelst, dann schaffst du's. Ich was unterwürfel? Du hast eine 5er Erschwernis und einen 8er Talentwert. Du bist 2 über der 15. Wenn du jetzt maximal eine 12 würfelst auf der Fingerfertigkeit, schaffst du's. Ja, komm, bevor ich mir hier noch einen Patzer erwürfel, chipp ich nur die 19. Auch das ist ein Ding, das wir denken sollten, ja. Ja, also Jalan lenkt dich halt schon ab. Du gibst ihm nochmal eine Schelle und bevor du die, also du hast da schon ein bisschen gesprochen, aber die Matrix noch nicht vollständig gewoben, dann kannst du den Zauber abschließen und siehst, dass eure Matrix komplett verschwindet aus dem Limbus. Jalan, wenn ihr mir nochmal dazwischen quatscht, dann flöße ich euch im Schlaf magischen Heiltrank ein. Wie viel Körperkraft hast du, Isarun? 14? Alles klar. 1W6 plus 1 TPKK, also 1W6 plus 1 Ausdauerschaden für Jalan. Ausdauer-TP. Bist du auswürfeln, soll ich? Ich hab schon... Ja, ich glaube nicht, dass es durch die Rüstung geht. Nix Ausrüstung. Wie? Sie gibt dir eine Schelle auf den Hinterkopf, das tut weh, du kriegst... Ich hab einen Helm auf! Ja, okay, ist egal. Du kriegst 2 Schadenspunkte. Verdient. Es tut mir sehr leid, Magestra, dass ich mich doch gerne gegen die Unwirren von Mordas Refill schützen möchte. War ein Meuchelangriff, geht dann Rüstung vorbei. Da wird doch der Schaden dran gemacht. Ja, sei froh, dass ich das nicht mache. Gut, jetzt bin ich dran. Ich halte die Luft an, schüttle mich wie ein nasser Hund und lasse insgesamt 28 ASP in den Ritualzauber fließen. Und dann... Moment. Ich muss auf Klugheit, Intuition und Konstitution werfen. Wie trage ich denn jetzt die entsprechende Probe ein? Mach einfach 3W20. Das wirst du relativ easy sogar einfach packen. Einfach 3W20 und dann können wir uns nochmal deine Attribute angucken. Weil wir alle unter 10 sind, ist glaube ich Junge. 12 sieht gut aus. 17 sieht nicht gut aus. 12. Was war das zweite Attribut? Das zweite war Intuition. Intuition habe ich 15, also minus 2. Dann bin ich noch bei 12 THW. Das passt. Dann möchtest du 25 Minuten... Nee, 20 Minuten. 20 Minuten, okay. Genau. Und die Blase um dich herum bewegt sich hier mit euch mit. Genau, die bewegt sich mit uns mit. Also um mich herum. Gut, dann habt ihr Pferde... Ihr könnt euch allerdings nur im Uferschlamm bewegen. Wie gesagt, der Schlamm selbst bleibt nass, der wird dann nicht verdrängt. Natürlich. Aber wenn ihr dann gemeinsam mit den Pferden, ich brauche bitte von euch, ja, ihr habt 5 Pferde, das sind 5 Abrichten pro. Ich würde ein Pferd reiten. Kann ich reiten. 2 nehmen? Nee, kannst du nicht. Du reitest ein Pferd. Das reiten. Ich kann noch ein zweites am Zügel führen. Nein. Ich würde das Pferd aber nicht reiten wollen. Ich meine, dann gucke ich doch oben aus der Blase raus. Dann duckst du dich halt ein bisschen. 2 Meter Radius. Boltex sitzt doch selbst auf dem Pferd. Ja. Ach so, wir reiten alle? Ja. Ah, okay. Ich dachte, Boltex läuft, okay. Nein.
Da sind wir auch flotter. Bin keine Hexe, dann gehe ich mal von sowas wie 10 Kilometer pro Stunde aus. Ja. Wenn ihr dann so leicht antrabt. Ist es Reiten oder Abrichten? Reiten. Ich trabe nicht, ich galoppiere. Okay, ich muss traben. Ja, du kannst auch aus der Blase raus galoppieren. Voll ins Wasser rein. Also mit 15 Sternchen glaube ich sogar, dass ich da einfach drüber schwimmen kann. Aber mir hat 5 Einsen gewürfelt. Hä, machen wir jetzt Reiten oder Abrichten? Reiten. Gibt es nicht gut eh? Ja, Jalan voltigiert ein bisschen und sie sieht es dann ein, dass ihm ist so ein bisschen langweilig unter der Glocke, unter der Blase, ist ungewohnt. Ich schaue ins Wasser hinaus und hoffe, keinen vorbeischwimmenden Elementar zu sehen. Wenn Elementar vorbeischwimmt, wink ich ihm zu. Ist eigentlich ganz nett hier so, unter Wasser. Ja, wenn kein Wasser da ist, in dem man ertrinkt. Ungewöhnliche Perspektive. Seht ihr den Fisch davon auch? Das hab ich so noch nie so von so nah gesehen. Macht ihr das öfter, Boltax, oder? Wenn ich nicht ertrinken will, ja. Also. Ist ein guter Punkt an der Stelle. Ja. Was würde passieren, wenn man diese Blase berührt? Platzt sie dann? Tut es einfach nicht. Gut. Ich hatte schon meinen Stab so ein bisschen ausgestreckt. Aber mir bleibt von der Blasenwand weg. Wir sollten an solcherlei Dingen nicht herumspielen. Nicht mehr als wir müssen zumindest. Der Baron Ula trägt seinen Namen, weil er der Strom von Boron ist oder der Strom des Seelenhüters. Und das ist besonders schauerlich, wenn ihr über euch seht. Ja, ihr taucht dann ein in den Schlamm, seht, wie dann das Wasser weggedrückt wird, um euch herum gespült wird und durch die Kräfte von Sumo, durch die Macht der Elemente um euch herum gedrückt wird, geleitet wird. Die Fische sind natürlich nicht das Problem, aber noch die ein oder andere Leiche aus dem Reiterregiment, die auf der Oberfläche schwimmt, leicht aufgedunsen, aufgeblasen durch die Gase, durch die Faulgase, die sich jetzt im Inneren gebildet haben und immer mal wieder dann, heruntertreiben. Ihr habt euch eine Stelle ausgesucht in Zorgern, die dann nicht so sehr einsichtig ist, werdet dann vielleicht auch über euch den ein oder anderen Eferdi sehen, der da an der Oberfläche schwimmt und irgendwelche Leichen dann nach links oder nach rechts wegzieht. Versucht dann aber auch seinen Blicken zu entgehen, um keine weiteren Fragen da aufzuwerfen. Ihr könnt auch ein Handelsschiff sehen, was über euch langfährt. Und ja, mit den Pferden kommt ihr tatsächlich einige Schritt weit. Könnt dann auch nicht mehr wirklich sehen, wie es urbanes Gebiet ist, keine Stadt mehr, kein Hafen. Und müsstet euch dann irgendwo in der Region um Zorgern herum befinden. Die Strömung des Flusses spürt ihr auch hier nicht. Auch die wird sich dann um die Blase herum bilden. Auch kein Wind oder sowas. Sondern es ist einfach nur atembare Luft. Schlechte Luft, aber man kann sie eben benutzen. Und ja, dieses Gefühl von Druck, der über euch lastet. Diese Düsternis, denn ja gut, ihr werdet natürlich auch ein bisschen verborgen. Der Buraun Ula ist jetzt schon etwas tiefer, also mehrere Stockwerke, die es hier dann nach unten ginge, würde man denn von Häusern sprechen. Ihr könnt das nicht genau einschätzen. Rafim kann das ungefähr einschätzen mit seinem inneren Kompass, aber auch für dich ist es sehr, sehr sonderlich. Der Kriegslärm ist hier auch überhaupt nicht mehr zu hören. Ihr seid in einem abgeschlossenen Gebiet. Und nach einer viel zu langen Zeit, gib mir mal eine Orientierungsprobe. Ja, zeitliches Einschätzen wäre natürlich auch sehr sinnvoll. Punkte wäre natürlich sehr nützlich. Ich glaube, wir gehen noch geradeaus. Oh, sieht ganz gut aus. Es geht gar nicht so sehr um das geradeausgehen, sondern gerade Rafim und auch Boltax achten besonders darauf, dass ihr die Zeit da nicht überschreitet. Und Isarun und Abelmir geleiten euch dann nach einer endlos langen Zeit in Richtung eines Flussufers. Nach links oder nach rechts? Links sind mehr Pralinen drin. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich bin dafür. Ich hätte jetzt rechts gesagt. Aber rechts, weil wo rechts ist doch, wo nicht die Straße ist, oder nicht? Genau.
dann bin ich auch hier rechts. Warte, meinen wir jetzt links und rechts von uns aus gesehen oder links oder rechts auf der Karte? Weil Frost von nicht euch wissen, aus gesehen. Von uns aus gesehen, also dann rechts. Ist das natürlich rechts, weil wir... Ja doll, dann müssen wir nochmal über den Fluss rüber. Ja, aber bei Barbrück hinten ist ja eine Brücke. Ja, das ist halt Brück. Wow, such logic. Alles klar, rechts rum. Ist eine DSA-Karte, das ist erwartet. Genau, das ist jetzt das Wichtige. Das heißt, ihr bewegt euch von oben auf der Karte, von Norden nach Süden. Und wenn ihr euch richtig rumgedreht habt, dann müsst ihr nach rechts weg. Ganz wichtig, sonst dann landet ihr auf der Hauptstraße. Und wenn der Zauber endet, wie gesagt, dafür sind dann ja Abel, mir und Isarun zuständig, die euch dann nach sicheren 20 Minuten an die rechte Seite nach einer kurzen Diskussion führen. Ja, tretet ihr trocken wieder nach oben und könnt die Sonne wieder über euch spüren, diese schlechte Luft, die ja merklich schlechter auch geworden ist in der Zeit, sehr feucht auch, kommt ihr wieder nach oben. Vor euch liegt der Uferschlamm, ihr könnt grüne Wiesen sehen, einige Felder, Getreide, was euch hier dann entgegensprießt. Und ihr habt Zorga verlassen. In der Entfernung, wenn ihr nach Norden blickt, könnt ihr aber auch erkennen, wie dort wohl sowas wie Rauch nach oben steigt. Ich denke, also, wir sollten. Ihr könnt die Stadt noch ganz grob erahnen. Wir sollten jetzt Tempo machen. Wir sind nicht weitergekommen, als ich dachte. Ich reite erstmal an Boltax heran, drück ihm die Hand. Vielen Dank, eine denkwürdige Erfahrung. Nun, das war nicht allein mein Verdienst. Das waren die Kräfte der Elemente und der Mutter Sumo. Durch mich hindurch. Nichtsdestotrotz war es eine bemerkenswerte Erfahrung. Ich danke euch dafür. Nichts. Nicht doch. Wir sind nicht dort. Ich denke, das kann man als Erfolg werten. Keine Ursache. Gute Arbeit, Boltax. Können wir jetzt? Ja. Vorwärts. Ja, das Land geprägt vom Baron Ula. Weizenfelder, Obst- und Olivenhaine, ein paar Hügel, die hier angebaut sind, ein paar Auen, milde Witterung. Sorgt dann hier für sehr regelmäßige Ernten und ihr wisst auch, dass dies das ehemalige, ja, die ehemalige Schatzkammer des Mittelreiches war, was dann natürlich auch sehr schmerzhaft war, als sich das Fürstentum hatte abgesprochen und zu einem eigenen Königreich wurde oder zu einem Sultanat. Aber hier kam ehemals das Essen für das ganze Mittelreich her. Das ward dann ja irgendwann Dapazien, vielmehr dann mit den Rindern. Ja gut, aber hier jetzt alles sehr verwaist, sehr verlassen, die Felder nicht wirklich bestellt und so wuchert das einfach so vor sich hin. Keine Bauern, die auf den Feldern stehen. Auf der anderen Seite könnt ihr auch noch die Straße sehen. Ja, ein bisschen Entfernung an die Straße, auch an den Fluss, sodass ihr dann durch die Hügel geschützt seid, dass ihr dann von der Straße aus nicht gesehen werdet oder durch die andere Flussseite. Vielleicht auch, falls irgendwelche Schiffe dort entlang fahren. Ja. Auf eurer Reise könnt ihr natürlich auch den ein oder anderen, das ein oder andere Tier erkennen. Da dürft ihr mir gerne mal eine Tierkundeprobe geben. Sie ist erstmal erschwert um 5 Punkte und eine Kulturkunde würde helfen. Sonderlich, glaube ich, nicht